Maske an der frischen Luft, das ist Folter. Das ist einfach nur Folter. Ich fühle mich nicht mehr wie in meinem eigenen Körper, ganz ehrlich. Nachdem ich den ganzen Tag bei Sonnenschein dieses scheiß Ding tragen muss. Es ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, aber es ist doch nicht gut, oder? Das kann doch nicht gut sein. Wenn ich damals krank war, dann hat mich meine Mutter da draußen geschickt an die frische Luft oder sonst irgendwas, ja? Und nicht, weil letztes Wochenende 30 Grad, 25 Grad draußen, den ganzen Tag mit diesem Lappen, ja? Das ist doch einfach unglaublich. Unglaublich. Arthur, ich wollte dir nochmal Danke sagen. Danke für alles. Ich danke dir für deinen Mut, für deine Zuversicht, für deine Geduld, die du aufbringst, ja? Plus die Kraft und Zeit, die du auf dich nimmst, ja. Ich kenne dich jetzt seit einem Jahr, ja, was wir in einem Jahr erlebt haben, ja. Was dir an Unrecht widerfährt, ist einfach unglaublich. Was wir angefeindet werden aus allen Ecken, ist einfach unbeschreiblich, ja. Es wird uns so viel Unrecht angetan, ja. Das ist der liebste Mensch auf der Welt, ja. Wir haben gegen gar keinen Menschen irgendwas. Wir bieten jedem Menschen die Bühne. Und das, was uns angetan wird, ist unbeschreiblich, ja. Wie wir in der Presse dargestellt werden, ja. Wie wir von Bürgermeistern angefeindet werden, ja, das ist einfach Wahnsinn. Dass ich sonntags einfach noch zu Hause sitze und nur noch am Heulen bin, weil ich auch nicht mehr weiß, wie wir weitermachen sollen, ja. Wir sind seit einem Jahr auf der Straße und, ja, was haben wir geschafft bis jetzt, ja? Gar nichts. Das ist deprimierend, wirklich deprimierend. Wenn ich höre, meine ganze Familie ist geimpft, ja, meine Schwester, meine Eltern, einfach alle, also. Ich höre Leute, die im Altenheim arbeiten, die mit mir mittlerweile sagen, sie erkennen die geimpften Menschen an ihren Augen, ja. Das ist unglaublich, ja. Unglaublich, ja. Lass dir das von der Candy Girl erzählen. Also, sie erkennt einfach den Unterschied, ja. Sie erkennt den Unterschied und sie sagt, die Augen sind der Spiegel deiner Seele, ja. Ist einfach so. Die kriegen auch eine Sehschwäche und so, ja. Also, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja. Also, ich habe mit ihr Kontakt. Sie war jetzt Corona-positiv. Sie war erkältet und der Test ist aber auch erst angeschlagen, nachdem die Erkältung weg war. Also nicht vorher, also erst 6 Tage später, nachdem sie dann wieder gesund war. Also normal. Und sie war dann 2 Wochen in Quarantäne. Es hat kein Mensch nach ihm gefragt, ob sie irgendwas braucht oder sonst irgendwas. Sie wurde auf jeden Fall aufgefordert, das Haus nicht zu verlassen. Sollte sie das Haus verlassen, obwohl sie auch wieder gesund war, es war ja schon alles vorbei, dann wird sie eingewiesen in die geschlossene. Da hatte sie einen Brief bekommen von der Stadt. Es ist alles unbeschreiblich. Ich habe das Gefühl, ich bin in der Irrenanstalt, wirklich in der Irrenanstalt. Ich zweifle an meinem gesunden Menschen. Verstand, wirklich. Also ich habe keine Worte mehr für alles, ja. Und ich kann das alles nicht verstehen, die Leute, die hier vorbeifahren und mal eben irgendwie Nazi rufen oder sonst irgendwas, ja. Aber ich habe dafür kein Verständnis. Warum haben die nicht den Mumm, ja, um mit uns zu reden, ja? Wie kann man uns so anfallen? Das ist einfach ohne Worte. Ja, ja, das war es eigentlich, was ich zu sagen habe. Das habe ich mich auch mal getraut. Arthur, danke schön. Danke für alles. Kenn dich, danke dir. Und ich habe die tollsten Menschen kennengelernt in dieser Zeit. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Ja, wirklich die tollsten Menschen, die ich sonst niemals kennengelernt hätte. Ja. Ich habe vor einem Jahr Menschen hier getroffen auf der Demo. Ja. Mit denen fahre ich heute zu mir nach Hause. Ja, wirklich. Ich bin dankbar für diese Leute. Ich bin dankbar für Uli, für Arthur und für alle Menschen, die jetzt immer noch bei uns stehen und immer noch fleißig. Und auch für Sammy, der geduldig dahinter steht und wartet. Sammy, ein herrlicher Berliner. Ja, ich bin ein Berliner, würde ich gerne stolz sagen. Danke. Candy, danke dafür. Danke.